Ich muss unbedingt meine Treffersicherheit hochstufen, trainieren. Das ist ja Wahnsinn. Und das ist auch, weil die Kollisionsboxen so groß sind. So. Ja, die Savanne, also die... Ja, die Savanne ist wahnsinnig voller Tiere. Da kann ich mich satt farmen. Das ist dann wirklich farmen. Ach komm schon. So. Jo. Nur das Finden von Eichensetzlinge ist schon Kunst in diesem Mod. Zu Kunst geworden. Was es zum Beispiel auch geben wird, es wird ein sehr komplexes Modpack geben, wo man sehr, sehr lange braucht für Eisen. Weißt du noch, Drago? Ah ja, oh ja. Ja. Da braucht ja. man dann bestimmt einen Tag, muss man da rumschürfen im Dreck und sowas, bis man ein bisschen Eisen hat. Also genau. es wird Sachen geben für, ich sag jetzt mal, Luschen, die es eher mehr cheaten wollen und schnell wollen und die nicht so viel Zeit haben. Es gibt Sachen geben, wo man den ganzen Tag spielen kann, aber doch fast kein Stück weiter ist. Genau. Gras, Gras, Weizen, Gras, kurzes Gras, zwei Grasarten. Ey, ist es Wahnsinn! Wie viel 23 Seiten haben wir schon? Für nur diese paar Mods. Das ist... Ja, das ist Wahnsinn. Da haben wir einander mal die Mods, die Seiten vollmüllen. Ah ja. Die kommen ja auch noch. Also vor allem des Mikroblocks, das ist Wahnsinn. Nur der Mikroblock-Mod, das ist nur ein kleiner Mod, fügt schon ungefähr 50 Seiten ein. Hinzu. Wir müssen hier mal ein paar Setzlinge finden. Wir werden dann 4 Double Chests haben und noch ein paar Werkbänke und 4 Öfen. Das wird dann erstmal reichen für ja, die Anfangs. Ja. Mach noch Rucksäcke, sobald ich das Leder bringe, okay? Ja, ich muss erstmal, wie gesagt, das komplett machen. Aber lass dir noch ungefähr ein bisschen Zeit oder geben ein. Ich mach dann die Rucksäcke. Weil ich mache was ganz, ganz Besonderes. Also, was heißt ganz Besonderes? Sondern ich habe da sowas im Kopf. Das könnte entweder ein Riesenfail werden oder das. Oder was saugeiles. Das ist Eichenlaub. Wahrscheinlich gibt es hier gar keine Setzlinge. Das ist wahrscheinlich Biomfarbe einfach. Was irgendwie auch so leicht missglückt sind bei Minecraft, sind die Wolken. Ich weiß nicht. Also beim Texture Pack sehen sie einfach platt aus, bei mir. Normal natürlich auch, aber... Nee, ich meine irgendwie, unter den Wolken ist kein Regen oder es hat nichts mit der Sonne zu tun, einfach die Physical Effekte... Ja, es gibt überhaupt gar keine Regenwolken. Es gibt nur normale Wolken und die regnen ja nicht. Und die Sonne kommt einfach durch die Wolken durch, als wäre da gar nichts. Die geben gar keine Setzlinge, oder was? Schade. So, ich mache es auf die Helligkeit auf 75. Ja, ist relativ angenehm für die Augen.
Ich weiß es jetzt nicht, wie es bei YouTube ist und wird. Aber ich kann alles noch anpassen nach dem ersten Aufnehmen. Okay. Gehen wir mal zu diesem leuchtenden Baum. Das ist, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, Silberwald, glaube ich. Silberwood. Silberwood. Ja, Silberwood ist der Baum. Wie lange nehmen wir jetzt schon auf, nur dass wir so ein bisschen auf die Zeit achten. Aha, nein, das ist egal. Das ist mir egal, ich nehme einfach auf, wie ich jetzt einfach mal die Lust habe. Ich habe jetzt schon angefangen, die Parts länger als 15 Minuten zu machen, weil es einfach zu schnell geht. Ich komme einfach nicht mehr nach mit dem, sogar mit dem Speichern komme ich nicht mehr nach. Das ist das Problem. Ich mache mir dann mal bald eine Eisenspitzhacke. Mit dem Eisen, das du gefarmt hast. Es ist auch noch so, dass wir Eisen einfach zu viel finden, hier schon. Es ist wohl zwar ein bisschen seltener, aber wir haben immer noch zu viel. Vielleicht mal das ein bisschen seltener machen, das kann man in so einer kleinen Datei einstellen, dass das Eisen nicht mehr so oft generiert wird. Aber auch, dass das Eisen durch die anderen Mods nicht seltener wird. Also so ein Durchschnitt zu den anderen Mods nicht seltener wird. Weil, zum Beispiel, Kupfer und Zinn ist schon viel zu viel. Das findet man in jeder Ecke. Habe ich jetzt alles verwischt? Beim Silberbaum ist es wichtig, dass man die Setzlinge bekommt. Die sind sehr selten. Man bräuchte dann extrem viel Silberwald, Silberholz. Wir haben ja auch diesen Forestry Mod. Da fügt ja auch noch ein paar Bäumchen hinzu. Ja, ein paar. Ist ein bisschen untertrieben. Mist. Ich bekam kein Silberholz-Setzling. Oder Silberbaum-Setzling. So. Naja, ist sonst egal. Wir werden noch genug finden. Das Beste ist, wir haben von allem unendlich. Nur an einer Map haben wir schon unendlich. Das ist das Geile. Also nein, nicht ganz unendlich, aber es ist, wir werden von Diamanten immer unendlich finden. Wir werden von Kürbissen, die nur wild wachsen, werden wir sogar schon unendlich finden. Das ist das Geile. Ganz aber wir werden es unendlich finden im Let's Play. Weil, wirst du 300 Millionen Kilometer erkunden? Nein. Theoretisch gesehen könnte man... Theoretisch, aber ich meine einfach. Wir werden niemals alles finden. Niemals. Also ich sag's einfach, Mojang spinnt. Nur von der Größe der Welt spinnt Mojang. Obwohl ich sag, warum eigentlich nicht? So gibt's keine Hater, die Welt ist zu klein, so kann man sich austoben, fertig. Mhm. Aber eben, willst du 70 Terabyte große Ordner haben, Dateien haben? Ja, auf jeden. Bräuchte ich dann noch ein paar Festplatten, würde ich dann ein Zimmer stellen, die ziehen alle schön Strom, nur damit ich meine gammelige Welt zocken kann. Ja, okay. Das hat doch Style. Hauen wir halt mal
mein Fernseher oder so raus und so ein paar Festplatten hin. Ja. Na toll. Aber für große Projekte, wenn zum Beispiel irgend so ein Spinner, was weiß ich, Deutschland nachbauen will. Sie haben ja schon mal, was haben Sie nachgemacht? Die Erde haben Sie nachgemacht. Ach, als Kugel. Ja. Als Kugel und so, also das ist Wahnsinn. Auch von der Größe her. Und das Sonnensystem haben Sie, glaube ich, auch schon nachgemacht. Zwar nicht 1:1, aber. 1:1. Oh ja, ich bin ein Kreis, ich baute fertig. 1:1 geht gar nicht, weil Minecraft eckig ist. Ja, aber ich meine, einfach mal schon so detailliert wie möglich. Okay, ich habe einen Stack-Matschball dabei. Wartet mal, Mann. Minecraft hängt sich gerade auf. Java oder so. Nee, geht schon wieder. Ja, passiert manchmal. Java ist schon mit normalem Minecraft schon fast überlastet. Das geht schon. Ich hatte keinen Lag mehr. Keinen einzigen Lag mehr. Und habe immer 30 FPS nur, weil Fraps nur 30 FPS momentan. Also. Unterstützt? Nein, ich habe auf 30 maximal gestellt. So. Das ist geil, eine Sonnenblume. Das ist eine echt, also gut aussehende Sonnenblume. Die gibt es aber auch, glaube ich, schon im normalen Minecraft. Oder? Nein, aber das sind nicht die. Es gibt Sonnenblumen, die sehen ja so ansehnlich aus. Aber die sieht gut aus. Die ist vom Biome Sublendi Mod. Hast du schon mal von Mojang die neue Sonnenblume gesehen? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Sonnenblume sein soll oder so ein Legostein, also die, der eine Sonnenblume darstellen soll. Die, wo es im 1.7 schon gibt, also die, wo es in der Vollversion jetzt gibt, die habe ich schon gesehen und die sehen so lala aus. Aber jetzt die, wo ich jetzt gesehen habe vom beim Sublendi, die sieht gut aus. Also, du brauchst was? Kohle. Habe ich keine. Leder, hier. Ja, komm mit. Da kommt da noch ein Schnellzugang runter. Mhm. Ja. Ich kann ihn abbauen. So. Kannst du die noch sortieren? Ja, mach. Ja, das ist ja wie so ein Übergangslager, so ein bisschen. Wenn ich das fertig gebaut habe, baue ich am besten. Bis dahin hast du bestimmt auch schon ein paar Rohstoffe gemeint, bis wir dann die Villa bauen können. Oder ich oder du oder. Wie auch immer. Also ich sortiere jetzt einfach mal von Pflanzen und keine Pflanzen. Okay. Später können wir dann noch mehr sortieren. Ja, können wir mal eine kleine Pause machen? Ja, klar. Also, das sehen wir uns später nochmals und ja, bis dann. Servus.